Bei wunderbarem Sommerwetter wollen wir euch auch diesen Monat einige Katzen vorstellen, die bei uns im Tierheim sehnsüchtig auf ein neues Zuhause warten. Und beginnen werden wir mit dem Bronco. Der Bronco ist 2018 geboren, grau getigert und seit März bei uns im Tierheim. Es war ein Fundkater. Genau, und gerade der Bronco sucht tatsächlich sehnsüchtig seinen Menschen, und zwar seinen Herzmenschen. Er möchte gerne Freilauf bekommen und er ist wirklich sehr schüchtern und sehr sensibel. Ne? Aber sehr bestechlich haben wir gehabt. Er ist wirklich sehr bestechlich und ein bisschen gekuschelt. Ja, mit dem Kameramann hat er gekuschelt. Ja, genau. Mit mir dann eher weniger. Ja, genau. Er möchte auf jeden Fall Freilauf haben. Es könnte auch sein, dass er sich mit Artgenossen verträgt. Das konnte jetzt noch nicht ausprobiert werden, aber die Tendenz besteht. Ja. Wir suchen auf jeden Fall Menschen mit viel Ruhe und Geduld und Einfühlungsvermögen. Genau. Halt Menschen, die Katzen lesen können. Ja, ja. Denn er braucht halt wirklich eine raume Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Ja, und ich habe es ja schon gesagt, Gott sei Dank ist er bestechlich. Genau. Das ist der Vorteil. Ja, das fliegt sich aber auch. Er lässt sich auch gerne bestechen. Ja, das sieht man auch an seinen Rippen ein bisschen. Er ist auf jeden Fall ein ganz hübscher Junge, der einfach nur viel Zeit und Verständnis braucht. Und ich glaube, dann wird er auch sich ganz. Dem muss man Zeit lassen, zu Hause anzukommen. Das ist eben kein Kater, der nach einer Stunde auf dem Schoß sitzt. Genau. So einfach ist das. Mit dem Bronco, 4 Jahre alt, erwartet bei uns sehnsüchtig auf ein neues Zuhause. Und weiter geht's mit der hübschen Perserkatze Coco Chanel. Ja, du sagst, der Name ist Programm. Die Dame ist 4 Jahre alt, also 2018 geboren und seit Dezember bei uns im Tierheim. Die wurde in der Transportkiste ausgesetzt und zum Glück schnell gefunden. Ja, ne? Also im Wind, im Winter. Ne? Für sie ist es halt wirklich so, da reicht die reine Wohnungshaltung und sie möchte auch Einzelprinzessin sein. Das ist eine Diva. Und dann eine echte Dame. Ja. Eine echte Dame mit klaren Vorstellungen von ihrem Zuhause. Auf jeden Fall. So sagen wir das einfach mal. Ja. Und selbstbewusst, eine sehr selbstbewusste Dame. Ja. Und sie zeigt einem auch ganz genau, was sie möchte. Oder eben auch nicht. Ja, so kuscheln war so, ich stupse dich ein bisschen an. Ich finde dich auch ganz spannend. Aber ich habe jetzt auch keine Lust, mit dir zu kuscheln. Das wollte sie nicht. Nee, sie braucht halt wirklich ihren Freiraum, möchte nicht bedrängt werden. Sonst kann sie auch mal schnell mit der Foto sein. Aber sie lässt sich schon mal streicheln. Aber nur, wenn sie es möchte. Ja. Ist halt, selbstbewusste Dame. Ja, genau. Wir denken, Kinder wären nicht so unbedingt das Wahre. Nein. Und sie sucht ein ruhiges Zuhause. Sie ist halt wirklich so eine, man kann sagen, so eine hübsche Weggefährtin mit einem starken Charakter. Genau, ja. So sieht das aus. Ja. Sie kriegt ja ein Spezialfutter. Ja, was sie allerdings nicht so gerne mag. Denn leider mussten wir hier feststellen, dass sie schon an einer Niereninsuffizienz leidet, also an einer Nierenschwäche. Und wir versuchen sie jetzt gerade so ein bisschen an Nierenfutter heranzuführen. Findet sie aber eigentlich ziemlich doof. Eine echte Coco Chanel. Ja, Perserkatze, hübsch. Die ist ja auch wirklich hübsch, muss man ja wirklich sagen. Aber eben, ja, vielleicht nicht unbedingt die Anfängerkatze. Ne? Nein. Muss man es auch sagen. Coco Chanel. Zwischendurch die Katzen, die aufgrund der letzten Katzenvermittlung ein neues Zuhause bzw. kein neues Zuhause gefunden haben. Nicht eine einzige Katze wurde aufgrund der Katzenvermittlung vom Vormonat vermittelt. Von daher ganz wichtig, ihr guckt gerade die Katzenvermittlung, guckt euch die bitte vom Vormonat nochmal an. Da waren tolle Katzen dabei und Silke zeigt sie euch nochmal. Genau. Und zwar der süße Oscar wartet noch auf ein Zuhause. Ebenso der freche Lagoon. Und auch die charmante Kelly wartet auf ihre Menschen. Und auch der bezaubernde Heli.
dann hatten wir noch den lebenslustigen Findus und die beiden verschmusten Jungs, Niran und Tomoko. Alle noch da, alle noch zu haben. Also unbedingt noch mal reinschauen. Wir zählen auf euch. Ja, und jetzt geht's weiter mit meinem ganz persönlichen, ich bin da ja auch ganz offen und ehrlich, Liebling diesen Monat, dem Flakes. Der Flakes ist ein roter Kater, 11 Jahre alt und seit Juni bei uns im Tierheim. Ja, und Flakes ist so, man könnte sagen, das ist so ein ehemaliger Straßenkater. Ne? Der wurde auch erst bei uns kastriert. Leider hat er FIV, ne? Katzen-Aids. Katzen-Aids. Was nicht auf den Menschen übertragbar ist. Genau. Ist immer wieder ein Thema. Ja. Und dadurch darf er eben jetzt kein Freigänger mehr sein. Deswegen wünschen wir uns schon eine schöne große Wohnung mit Balkon oder aber halt mit einem gesicherten Freilauf, wo er nicht über den Zaun hüpfen kann. Ne? Wir können uns auch vorstellen, dass er sich mit einem ebenfalls FIV-positiven Mädchen vertragen würde. Wichtig für den Flakes ist, der ist ja für sein Alter unheimlich aktiv noch. Ja. Es muss ein interessantes und abwechslungsreiches Zuhause sein, damit er sich nicht langweilt. Ja, das ist schon ein richtiges Powerpaket. Ne? Ja, und ist groß und stattlich ist er ja auch. Ist auch. Ne? Auf der anderen Seite ist er aber auch sehr anhänglich und auch sehr verschmust und möchte halt ganz viel Aufmerksamkeit haben. Ne? Kann ich bestätigen, das ist ein richtiger Exzessschmuser. Er ist schon sehr extrem, aber er ist auch leicht bestechlich, er ist auch verfressen. Ja. Und das ist er auch noch. Also von daher ist es ein toller Kater, ganz toll. Genau. Auch Kinder so ab 12 Jahren wären überhaupt kein Problem. Er hat ja eine OP gehabt bei uns. Genau, man sieht es noch so ein bisschen, deswegen denkt man, was hat er denn? Er guckt so komisch noch. Nein, er hatte ein Entropium an dem einen Auge und das wurde jetzt operativ korrigiert. Und da wächst das Fell jetzt wieder nach. Und aber man sieht es kaum noch. Ja. Ich glaube, wenn du es nicht gesagt hast, die meisten würden es gar nicht sehen. Das ist ein toller, kräftiger Kerl, Kater. Sehr verfressen, muss man noch mal sagen. Und sehr verkuschelt. Und er sieht bildhübsch aus. Ja. Also nicht, weil er rot ist, aber er ist einfach hübsch. Haben wir eigentlich gesagt, dass Kinder ab 12 Jahren okay wären? Haben wir gesagt? Haben wir. Flakes? Ja, den muss man kennenlernen. Ich glaube, der wird auch nicht lange bei uns sein. Flakes wartet auf ein neues Zuhause. Anrufen, sofern Interesse. Mit einem Pärchen geht es weiter. Und zwar mit dem Galileo und der Lisanne. Der Galileo ist im April letzten Jahres geboren, schwarz-weiß. Und die Lisanne ist im Oktober letzten Jahres geboren, grau getigert. Seit Mai bei uns im Tierheim. Ja, und wie schon gesagt, die beiden gibt es nur zusammen. Genau. Für die beiden reicht eigentlich eine schöne Wohnung mit Balkon aus. Sie haben sich hier bei uns tatsächlich kennen und lieben gelernt. Und jetzt liegen sie immer zusammen und kuscheln miteinander, küssen sich. Und deswegen wollen wir sie auch wirklich zusammen jetzt lassen. Ne? Der Galileo, der ist anfangs sehr unsicher, faucht auch mal und knurrt. Und, macht aber so nichts, aber er ist total gestresst. So erstmal, oh Gott, wer kommt da rein? Ja. Und auch Lisanne ist so anfangs sehr zurückhaltend, aber dann, ach ja, doch, schmusen ist ganz schön. Und dann ist sie schon sehr neugierig. So, ne? Und, sie taut dann auch recht schnell auf. Genau. Und das tun sie beide, denn sie sind auch beide bestechlich. Hm? Und bei Vertrauen sind es wirklich Kuschelfreunde und Schmusemäuse. Aber sie brauchen halt, müssen halt erstmal diesen Schritt überwinden. Ne? Um es also einfach zu sagen, die brauchen beide eine längere Eingewöhnungszeit. Ja. Beides Katzen, die nicht einziehen und auf dem Schoß sitzen, sondern man muss sie lesen können und ihnen auch Zeit lassen. Genau. Und dann zeigen die auch ihr wahres Ich so, ne? Ihr wahres Wesen. Ja. Was ja nicht negativ ist. Nee. Die mögen keinen Trubel. Nee. Das ist überhaupt nicht so ihr Ding. Nee, genau. Ein ruhiger Haushalt. Ja. Keine kleinen Kinder, ne? Und wie gesagt, aber die sind wirklich ein Traumpärchen. Hm?
Galileo, der Kater, und Lisanne, passende Katze dazu, ja, beide noch jung, beide etwas über ein Jahr bzw. knapp ein Jahr alt, sofern Interesse. Und wie gesagt, es reicht die Wohnung mit Balkon, ist ja nicht der Freigang notwendig, genau. Vielleicht genau die richtigen Katzen für euch. Zwischendurch mal schnell das Tierheim-TV-Gewinnspiel, denn ihr könnt natürlich auch diesen Monat hochwertiges Katzenfutter dank unseres Sponsors Animonda im Wert von 100 Euro gewinnen. Die Gewinnerin vom Mai hat uns wirklich richtig, richtig schöne Bilder geschickt und sie schrieb, zusammen mit unseren Katzen haben wir den Gewinn ausgepackt und wir freuen uns riesig darüber, auch wenn unsere zwei Süßen wieder sehr am Pappkarton interessiert waren. Freundlichen Grüßen Tanja und Lasse mit ihren beiden Stubentigern Cookie und Hunter. Danke für die wunderbaren Bilder. Und ihr seht es ja gerade, es lohnt sich mitzumachen. Und wir zeigen euch mal. Ich fange mal an. Von den Einsendungen. Wir beginnen mit Nicole, Kater Filou und Nachbarkater Amadeus, die uns aus Haibach zuschauen. Und aus Hamburg machen auch wieder Tanja und Lasse mit ihren beiden Katzenmädchen Hunter und Cookie. Dominik Cooper, Bailey und Neuzugang Riley kuscheln in Enger, das ist in Nordrhein-Westfalen, um die Wette und möchten so gern gewinnen. Ja. Und die zwei Kater Pimpf und Jago wohnen in Hannover und schauen mit ihren Dosenöffnern Caro und Basti sie sehr gerne Tierheim-TV. Und ich habe noch Martin und Familie, die wohnen in der schönen Wedemark, also bei uns hier praktisch um die Ecke. Und sie waren bisher bei jedem Tierheimfest dabei. So. Ich mische. Und ich schnell die Regel. Regel ist ja ganz einfach. Ein oder mehrere Fotos senden an gewinnspiel@tierheim-hannover.de. Bisschen Infos zu euch und euren Katzen und den Satz vervollständigen. Ich gucke Tierheim TV, weil. Und man kann nicht wir finanzieren das Gewinnspiel, sondern Animonda. So, und du hast gemischt mit viel Liebe. Immer hier, nehmen wir mal. Da haben wir den oder die Gewinnerin gewonnen haben. Caro und Basti mit Pimpf und Jago aus Hannover. Und sie schreiben, also die Bilder sind auf jeden Fall schon hervorragend. So stellen wir uns das auch vor. Wir gucken hier am TV, weil es immer wieder Spaß macht, die Tiere mit ihren speziellen Charakteren kennenzulernen und ihr sie so liebevoll vorstellt, um für jedes Tier ein passendes Zuhause zu finden. Wir sagen herzlichen Glückwunsch. Und Animonda setzt sich mit dir, Caro und Basti in Verbindung, damit das Katzenfutter dann auf Pimpf und Jago abgestimmt wird. Mitmachen und so einfach hochwertiges Katzenfutter im Wert von 100 Euro zu gewinnen, dank unseres Sponsors Animonda. Grau getigert ist die 9 Jahre alte Dorothea, die seit April bei uns im Tierheim ist und sie ist ein echtes Sorgenkind. Ja, vermutlich hat sie keine lange Lebenserwartung. Sag, warum, liebe Silke? Ja. Also sie ist gefunden worden und war wirklich sehr krank und auch abgemagert, als sie zu uns kam. Sie hechelte stark, war eigentlich schon kurz vorm Kollaps, ne, muss man so sagen. Und was hat man dann alles festgestellt? Ja, und war einiges. Ja, also sie leidet halt tatsächlich an einer Herzinsuffizienz und auch an einer Schilddrüsenüberfunktion. Und muss jetzt halt wirklich täglich mehrere Tabletten bekommen. Die sie aber auch nimmt. Die nimmt sie tatsächlich gerne in so einem Leckerli versteckt. Ne? Und dann klappt das. Und dann klappt das. Dann haut sie das weg. Sie ist eine Einzelkatze, die Dorothea. Und die bei der Dorothea reicht die Wohnung mit Balkon aus. Genau, genau. Wir denken schon, dass sie den Freigang gewöhnt war. Aber aufgrund ihrer Erkrankung sollte sie auf jeden Fall jetzt drinnen gehalten werden. Aber deswegen wäre ein schöner Balkon, wo sie sich noch mal so ein bisschen die Sonne Luft. Und die Luft, genau. So, das bräuchte sie schon. Wichtig ist halt, dadurch, dass sie halt auch wirklich diese Herzerkrankung hat, dass sie ein ruhiges Zuhause bekommt, ohne Stress und Trubel.
Sie ist wirklich sehr lieb und freundlich und auch kuschelig. Sie hat ja auch mit dir geschmust. Er hat sie ganz intensiv geschmust. Ja. Auf der anderen Seite bekommt sie, kann das aber mal kippen, dann bekommt sie wirklich Panik, wenn man zu viel von ihr will oder sie ungefragt festhält oder sie... Das taucht sie auch mal. Ja. Wir haben intensiv gekuschelt und auf einmal, ich weiß nicht, woran es lag, auf einmal fauchte sie mich einfach, was willst du von mir? Und ich dachte, ja, genau also, so, ja. Na klar, da spielen natürlich auch ihre Hormone, ne, durch die Schilddrüse mit einer Rolle, ja. Und aber vielleicht auch schlechte Erfahrungen. Ne? Deswegen, deshalb suchen wir für sie auf jeden Fall erfahrene Halter, ja, mit Ruhe, Zeit und wie so häufig dann auch, die sie wirklich lesen können. Ja. Also jetzt gerade so im Sommer, wenn das so heiß wird, muss man natürlich bei dem geschwächten Herzen auch dran denken. Sie braucht dann auch einen kühlen Rückzugsort, ne, damit das Herz nicht zu sehr belastet wird. Also eine Dachgeschosswohnung, die sich aufheizt, wäre jetzt nicht das Richtige für sie. Ne? Wir suchen für die Dorothea, ganz klar, Katzenfreunde mit einem ganz großen Herz. Genau, die ja einfach noch einen schönen Lebensabend machen und sie dankt es einem ja auch wirklich. Genau, Dorothea, sofern Interesse, meldet euch bei uns. So, wir beenden die Katzenvermittlung mit diversen Halbwüchsigen. Alles Findlinge von Mai, Juni diesen Jahres. Mhm. Muki, Michelo, Mina, Mamuzita, Valeska, also Katzen, Kater, die alle in diesem Jahr geboren sind, schwarz, schwarz-weiß. Mhm. Genau. Und wir nennen sie immer unsere M-Kinder, die haben einen chronischen Schnupfen, möglicherweise durch eine unbehandelte Katzenschnupfenerkrankung zurückbehalten. Ne? Die möchten wir gerne pärchenweise vermitteln. Und die Valeska, die war halt auch ein scheuer Findling. Und die guckt sich aber jetzt über die anderen halt ganz viel ab, dass sie halt auch schon neugieriger wird und auch mit ankommen. Die möchten auf jeden Fall Freilauf haben. Das sind also Powerpakete. Ja, genau. Die haben wir ja nun in der Anti-Monda-Suite gedreht. Ja. Schon richtig, teilweise echte Powerpakete. Genau. Freilauf, die sind lustig, lebhaft, verspielt, frech. Die, ja, brauchen viel Beschäftigung. Ja, genau. Und das sind auch unterschiedlich von ihren Charakteren. Absolut. Ne? Also von dem schüchtern bis total kuschelig und, genau, verfressen. Und, frech. Und ja. Genau, also die muss man wirklich kennenlernen und sich reinsetzen und dann einfach mal alles auf sich wirken lassen. Aber wir wollten sie euch auf gar keinen Fall vorenthalten, denn natürlich kommt auch wieder die Jungkatzenzeit, ja, aber wir haben halt auch noch Halbwüchsige. Ne? Genau. Unsere Halbwüchsigen, Muki, Michelo, die, man muss sie jetzt gar nicht auseinanderhalten, aber wenn man eine Jungkatze oder eine junge Katze haben möchte und keinen Freilauf bieten, einfach mal bei uns vorbeikommen. Sitzen auch richtig toll, dass man sie kennenlernen kann. Genau. Dann meldet euch bei uns. Ja, das war unsere Katzenvermittlung diesen Monat. Für die Zuschauer, die uns auf H1 sehen, am 26.08. ab Pfüllnacher gibt es unter anderem auch wieder eine neue Katzenvermittlung. Schaut euch bitte die Katzenvermittlung vom Vormonat nochmal an. Ja. Einige Katzen. Alle. Die haben sie euch ja schon gezeigt. Ja. Warten noch auf ein neues Zuhause, da lohnt sich auf jeden Fall nochmal einen Blick in die Katzenvermittlung vom Vormonat. Wir verabschieden uns von euch. Bis denn. Tschüss. Tschüss.